Ja, mein Name ist Michael Geländer, ich bin Mitarbeiter am Welt-Ethos-Institut an der Uni Tübingen. Ich wollte eigentlich den Vortrag über unseren neuen Wirkungsbericht, den wir erstellt haben, über das Projekt, das jetzt 3 Jahre läuft, darstellen. Leider hat das mit den PDFs und den Doppelseiten nicht funktioniert, deswegen habe ich jetzt nochmal eine PowerPoint rausgekramt, die aber unter dem Strich auch alle wichtigen Informationen enthält. Vielleicht noch mal kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe VWL studiert an der FU in Berlin und in Regensburg und war nicht sonderlich zufrieden mit meinem Studium und das hat mich dann dazu geführt, mich mal umzuschauen, welche studentischen Initiativen es denn gibt, die sich vielleicht kritisch mit den Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzen. Und da gab es eine im Bereich Wirtschaftsethik und da habe ich angefangen, mich zu engagieren und da haben wir unsere Bildung selbst organisiert und Ethikkreise organisiert, kleine Tagungen, Konferenzen. Das Problem war so ein bisschen, wir wollten die Wirtschaftswissenschaften verändern, haben es aber nicht geschafft und dann haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich die kritischen Initiativen miteinander vernetzen und dann könnte sozusagen bottom-up von unten ein Curriculum-Change in den Wirtschaftswissenschaften organisiert werden. Ja. Das war eigentlich so die Anfänge und diese Idee, also ich habe 2009 abgeschlossen und die beschäftigt mich schon seit etlichen Jahren. Dann 2013 kam ich dann ans Welt-Ethos-Institut in Tübingen und hatte das Glück, dass mein Chef, ein Freiheitsphilosoph, mir ganz viel Freiheit gegeben hat und ich dieses Projekt entwickeln konnte. Ja, hier hat alles angefangen. Wir haben, also ich wusste durch mein eigenes Engagement, es gibt Interesse zwischen den studentischen Initiativen, dass man was voneinander lernt, miteinander lernt, man hat die gleichen Probleme, man steht den gleichen Herausforderungen gegenüber. Und das war eigentlich so der Anschluss, einfach mal ganz informell ein Netzwerktreffen zu organisieren. Und aus diesem Netzwerktreffen ursprünglich mit 7 Initiativen wurden dann eine ganze Menge, das sind jetzt nicht alle, weil es eben noch eine Folie ist, aber es sind insgesamt jetzt 23 Initiativen bei uns dabei. Und wir haben die so zusammengebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen Initiativen, die gesellschaftlichen Mehrwert schaffen wollen. Das war sozusagen unser Aufhänger. Und dieser Aufhänger hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir keine studentischen Initiativen explizit ausgeschlossen haben, aber es einen Selbstselektionsprozess gab. Und jetzt haben wir lauter Initiativen eben aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsethik, Menschenrechte und Bildungsgerechtigkeit. Es sind jetzt in den letzten 3 Jahren insgesamt eben 23 Initiativen geworden. Das ist so ein typisches Netzwerkevent, das wir veranstaltet haben. Das war jetzt auf einer Weihnachtsfeier, die findet einmal im Jahr statt. Da stellen sich alle Initiativen dann gegenseitig untereinander vor. Und die Stimmung steigt dann auf, wie weit schon. Das ist nur so ein kurzer Einblick, dass wir das auch immer eben dokumentieren, wenn wir diese Veranstaltungen machen. Okay, hier sind ein paar Punkte, warum es unsere World Citizen School gibt, also unsere Bestrebung der Vernetzung. Also vielen Studenten fehlt einfach das Wissen, andere Initiativen, was machen die? Es fehlt auch Wissen um Unterstützungsangebote an Hochschulen. Ganz typisch, Organisations- und Handlungswissen wird immer eine größere Herausforderung, gerade durch Bachelor und Master aufgrund der verkürzten Studienzeiten. Ja, und was auch so typisch ist, nicht selten, hängt sozusagen die Unterstützung von studentischen Initiativen an einzelnen Mitarbeitern und Dozenten. Und das wollen wir nicht ändern. Auf der anderen Seite ist es auch aus meiner Erfahrung so, dass eben den Hochschulen, den Mitarbeitern selbst das Wissen um die Vielfalt des Engagements am Campus eigentlich auch fehlt. Es gibt also kaum empirisches Wissen. Das haben wir letzte Woche erst im Workshop besprochen. Ja. Ja, du hast eine Frage? Genau, also das so kurz. Die Charakteristika, also was ist uns wichtig? Also, dass wir konsequent von den Studierenden her denken, du hast es jetzt gerade auch so schön gesagt im Bereich forschendes Lernen, also dass man Projekte nicht selbst vorgibt und initiiert, sondern dass man die Studierenden initiieren lässt und das ein viel größerer Erfolgsfaktor ist, wenn man das macht und das kann ich eigentlich nur unterstreichen.
Unser didaktisches Konzept, also da geht es um das selbstbestimmte Lernen, das selbstorganisierte Lernen. Das sind jetzt mal so ein paar Buzzwords, also eben das forschende Lernen, wie gerade schon genannt, erfahrungsbasiertes Lernen, Lernen durch Lehren ist uns, also Peer-Teaching ist ein super Modell, das wir fördern, das eigentlich in den studentischen Initiativen tagtäglich stattfindet. Durch unser Netzwerk ist insgesamt eine sehr inter- und transdisziplinäre Lernumgebung entstanden. Also wir haben eben die genannten Bereiche, die machen wir präsent mit den Tools, die ich auch gleich nochmal vorstelle. Und dann der vierte Punkt, durch dieses Sichtbarmachen des studentischen Engagements wird eben auch sichtbar, dass es sich um Bildungsengagement handelt, oftmals. Und das kann auch natürlich wieder an der Hochschule zu Veränderungsprozessen wirken. In Tübingen gibt es zum Beispiel das Studium Ökologikum. Das haben eine studentische Initiative Green University eingeführt. Das wurde dann übernommen und so kam quasi von den Studenten bottom-up, also ein Change in den Lehrangebot. Ja. So, das überspringe ich. Ja, wir haben vier Säulen und mit denen wir sozusagen unsere Angebote fassen und kommunizieren. Und eine Säule ist Säule Curriculum Change, also da geht es uns darum, dass wir diese Selbstorganisation von Seminaren, Workshops, Podiumsdiskussionen etc. Kommunizieren, auch über einen Kalender. Dadurch wird eben das Engagement anschlussfähig an die Forschung und Lehre. Auf unserem Kalender, auf der Webseite, wird man dann eben diese vier Themenbereiche der Initiativen sehen. Das ist sozusagen auch unser Fokus. Also wir haben, das ist auch wichtig, also diese Themen sind aus den Initiativen entstanden, die mitmachen. Die haben wir nicht vorgegeben. Also das ist jetzt nicht was, was wieder von oben kommt. Ja. Genau, dann der Online-Kalender und dann haben wir ein kleines studentisches Orga-Team, die Social Reporter, und die erscheinen auch jedes einmal im Monat einen Newsletter und die kümmern sich um die Social Media. So, dann die zweite Säule im Netzwerk. Da geht es uns darum, eben die Initiativen untereinander zu vernetzen. Da gibt es Monatsmeetings, alle Initiativen haben einen Ansprechpartner, stellen einen Ansprechpartner, den wir dann zu den Monatsmeeting einladen, dann stellen sie sich gegenseitig vor, schauen sie sich nicht auf und sehen, die anderen machen auch tolle Projekte. Und daraus entstehen dann auch ganz viele Kooperationsprojekte zwischen den Initiativen. Auch Hochschulpartner, also Tübinger Hochschulpartner, beziehen wir mit ein. Dann gehört zum Beispiel der Career Service dazu, der auch Initiativen ECTS-Punkte anbietet. Die Hochschuldidaktik, das Fachsprachenzentrum und noch so ein paar kleine Einrichtungen. Also da versuchen wir sozusagen den Austausch ganz zu fördern zwischen den Initiativen und den Leuten, die wirklich Interesse haben, an der Uni studentische Initiativen zu fördern. Genau, im Dialog mit anderen Hochschulen, also der findet heute hier statt, freue mich jetzt auch dann bald an der Uni Konstanz und an der Uni Stuttgart einen kleinen Vortrag zu halten. Und also so sind wir sozusagen dabei, auch jetzt zu uns zu vernetzen, überregional die studentischen Initiativen an den verschiedenen Hochschulen. So, ja, Kurse und Camps. Also das, was wir sozusagen als Unterstützungsangebot anbieten, das ist ein Startup-Kurs, Social Entrepreneurship. Da machen Initiativen mit, aber auch einfach engagierte Studenten. Eine Initiative hat auch schon mal einen Preis gewonnen. Und den haben wir allerdings auch erst einmal durchgeführt und bei dem zweiten Durchlauf in anderen Formaten. Das liegt einfach daran, dass wir kaum Kapazitäten haben, das alles selbst zu machen und das ist einfach das ganze Projekt gar nicht so leicht zu stellen. Der Kurs Kommunikation und Management in Non-Profit-Organisationen, das war auch ein Pilotprojekt letztes Jahr und der ist deswegen so besonders, weil wir Studenten dafür gewinnen konnten, den Kurs selbst zu organisieren. Also wir haben sozusagen nur gecoacht und haben die Themen schon vorgegeben und dann haben die sich aber um Dozenten gekümmert und haben mit denen dann auch das Kurskonzept abgesprochen. Plus, im Kurs selbst haben wir unsere studentischen Initiativen als Problempaten mit eingezogen. Also in dem Kurs ging es um Projektmanagement, Marketing, Fundraising und so weiter. Und so haben wir immer mit verschiedenen Initiativen dann sozusagen deren Probleme in diesem Kurs reflektiert. Und der dritte Punkt, das startet jetzt ab Ende des Monats regelmäßig in einem halbjährigen Turnus, das Social Innovation Camp, das ist sozusagen jetzt das, löst ein bisschen den Startup-Kurs ab. Also da können dann einfach Ideen entwickelt werden über ein Wochenende.
Und danach begleiten wir noch ein ganzes halbes Jahr mit verschiedenen Workshops und Coachings. Und die werden dann am Ende dieses letzten Monate präsentiert, zum Beginn des nächsten Camps. Und so haben wir einen Durchlauf, dass wir ja, einfach immer Ideen generieren können und die Netzwerke stärken können. Da ist noch wichtig, da haben wir jetzt auch wirklich aus der Region Stuttgart, Tübingen, verschiedene Hochschulen auch angeschrieben und die haben auch ihre Studenten eingeladen. Also wird es ein super Tool sein, um studentische Initiativen miteinander zu vernetzen. Und was ja morgen, übermorgen auch hier stattfindet, ist ja im Endeffekt ein ähnliches Format. Genau, Forschung. Ja, was nochmal wichtig ist, das hat meine Erfahrung gezeigt, als wir angefangen haben, habe ich auf der Aster-Seite nicht unbedingt alle Initiativen entdeckt und auch bis heute noch nicht. Und so geht es, glaube ich, ja, vielen Mitarbeitern und Hochschulen. Es gibt einfach ganz viele Initiativen, die, ja, die einfach nicht sichtbar sind, nicht auf dem Radar sind. Und da fehlt es an empirischer Forschung, wenn man die hätte, wenn man wissen würde, wer sich in welchem Fachbereich für was wohnt, warum engagiert, dann könnte man es auch wirklich zielgenau unterstützen. Ja, und ein Kurs, den wir im Sommer starten werden, geht im Bereich Forschendes Lernen. Da wollen wir eben Studenten ermutigen, zum studentischen Engagement zu forschen. Ja, also sozusagen auch da wieder diesen selbst erhaltenen Kreislauf. Ja, das ist eine alte Folie, aber. Also ja, es braucht auf jeden Fall unser Projekt langfristig zum Erfolg zu bringen. Da braucht es leider auf jeden Fall eine feste Stelle. Das geht also aus meiner Sicht auf rein studentischer Selbstverwaltungsbasis nicht. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben jetzt quasi, also ich bin der Koordinator und jetzt habe ich noch eine Mitarbeiterin bekommen, ja, mit einer halben Stelle, also wir haben sozusagen aktuell sogar 1,5 Stellen, um das zu stemmen, aber ich denke, dass realistisch ist, eine Hiwi-Stelle plus eine volle Stelle, um sowas gut leisten zu können. Ja. Und ja, was jetzt hier noch steht, ja, was wir noch so anbieten an Unterstützungsmöglichkeiten. Was für mich unwichtig ist, wir haben den ganz zentralen Raum in Tübingen. Der ist auch sehr förderlich, um in Initiativen für jede Veranstaltung, Bildungsveranstaltung etc. einen Raum kriegen zu können. Und wir öffnen auch einmal in der Woche unsere Räume zum Coworking. Das heißt, wir können dann einfach kommen und können da ihre Arbeitsplätze machen. Dann haben wir noch eine kleine Bibliothek und haben eine Projektmanagement-Plattform, die wir anbieten, sodass sie sich besser organisieren kann. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank und ja, ich bin nachher noch mit draußen, das heißt, ihr könnt mich dann auch mal ansprechen. Und wir haben einen Wirkungsbericht, also vielleicht ein bisschen erschlagen für manche, vielleicht für manche aber auch nicht, 170 Seiten über die letzten 3 Jahre ja, aufgearbeitet und da kann man sich inspirieren lassen.